sieht schon. Da springe ich vor Angst automatisch ins Wasser, ey. Boah, auf einmal hat er sich bewegt. Freunde, herzlich willkommen zurück zu Spyro Reignited Trilogie auf der PS4. Mit mir, eurem Whitey und Freunde. Ja, wir machen jetzt weiter. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich überhaupt noch genau hin muss, weil, jetzt war ganz offen und ehrlich, da bin ich auch ganz offen und ehrlich zu euch, Freunde. Ich hab die ganzen Tage nur Pokémon gespielt. Und jetzt weiß ich gerade nicht, was abgeht. Aber ich glaube, ich muss darüber, glaube ich, auf jeden Fall. Ja, wir schauen mal, Freunde, wir schauen mal. Also hier ist ja der... Den hatte ich ja schon gehabt. Ne, das war ja schon. Warte mal. Was ist denn, wenn ich jetzt... Die Frage ist, wie komme ich denn darüber? Darüber, wie komme ich darüber? Das ist jetzt natürlich die Frage. Hier runter springen, bin ich da wahrscheinlich platt. Naja, ich denke mal schon noch. Ja. Dann gehen wir jetzt erstmal hier lang. Wir lassen den Eierdieb hier auf jeden Fall mal in Ruhe, weil, ganz ehrlich, Alter, auf den habe ich gar nicht geachtet. Okay. Aber die habe ich schon alle, die... Shit. Die habe ich schon alle, die Edelsteine. Okay, die finden halt alle so lustig. Ja, findet ihr halt auch lustig? Warte, aufpassen hier, der. Bam. Okay, die Edelsteine habe ich aber auch schon gehabt. Hier waren wir anscheinend noch nicht. Okay, dann gehen wir hier rein, würde ich sagen. Alpenkamm. Ja, ab rein da. Ich liebe die Berge. Wusstet ihr das überhaupt? Ganz ehrlich, ich könnte jedes Jahr Urlaub in den Bergen oder an den Bergen machen. Boah, ich liebe die Berge einfach. Richtig, richtig cool. Okay, da sind wir auch schon. Oh Gott, was ist das denn? Er wirft in der Crash Bandicoot Äpfel, den habt ihr gesehen? Bam! Oh shit, das wird nichts. Doch. Anna! Gott, das ist richtig hässlich. Bam! Okay. Wie kriege ich den kaputt? Oh mein Gott! Okay, so. Ah, nein! Oh, weg. Bam, schön, okay, hab ich. So, einsammeln, was geht? Wie viel müssen wir überhaupt sammeln? 500. Ich hol dich sofort. Oh mein Gott, das war knapp. Bam, schön, okay. Guckt mal hier. Was sagen wir dazu, Leute? Was sagen wir dazu? Das war's natürlich. Und den gelben nehmen wir natürlich auch. Sehr schön. Einmal kurz hier in die Ecke geglotzt. Okay, den habe ich. Und jetzt nochmal den. Ja, habe ich alles gehabt. So, und jetzt schnell hier den Checkpoint erstmal reinholen. Wow! Oh, Spyro, du hast doch keine Angst vor diesen großen, lauten, schrecklichen Bestien, oder? Geht. Natürlich nicht. Oh, gut. Das dachte ich auch nicht. Okay, das war wahrscheinlich der königliche Hofdrache. Muss darüber. Ich muss hier rüber. Darüber. Okay, hab ich. Wow, ich sehe nichts. Wo ist das Schaf? Wo ist das Schaf? Da. Okay, hab ich. Hau rein, Sparks. Kannst du Gas geben? Oh, bitte. Da hat er Angst gehabt, hat er gesehen. Da hat er Angst gehabt. Aber ich bin mir. Ich wollte ihn eigentlich aus der Luft rammen, aber hat leider nicht so geklappt. Egal. Okay, gibt's aber dicke Edelsteine.
Alles gut. Gar kein Problem für uns, Freunde. Gar kein Problem. Und erstmal hier den zweiten Drachen und den Checkpoint gerettet in Eldritch. Danke, dass du mich befreit hast. Bitte. Das war's? Kein Tipp? Okay. Da gehen wir gleich lang. Da gehen wir jetzt lang. Da gehen wir jetzt lang. Ich frage mich, wo. Oh, das war ja easy. Ich frage mich, wo der Eierdieb ist, die Eierpfeile. Okay. Nein, nein, nein. Ja, ja. Jetzt bleib da, okay. Hamba, hamba, hamba. Haben wir auch und... Ah, nein, 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 nein. Ja. Einmal kurz gucken, ob ich irgendwo einen Edelstein übersehen habe. Sieht jetzt nicht so aus, aber ob ich die 500 hier zusammenkriege, glaube ich persönlich nicht. Aber wir werden mal schauen, Freunde. Wen haben wir denn hier? Den Zander. Gut gemacht, Spyro. Gut. Wenn du so weitermachst, kennst du bald alle Tricks der Welt der magischen Künstler. Korrekt. Alter, das war der falsche Knopf. Okay. Der geht schon nach Hause, habt ihr gesehen? Aber wollen wir schon nach Hause? Nee. Aber da kommen wir wieder zurück. Eigentlich würde ich ja schon gerne da hinten noch rein, ne? Machen wir auch. Oh Gott, das wird nichts. Oder doch, 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 das sieht gut, das sieht gut, das sieht gut. Ja. Wie viele Drachen brauchen wir überhaupt? Ei noch plus Ei. Erstmal den Kelvin. Denk dran, die blauen Diebe haben auch außerhalb der Welt der magischen Künstler Eier gestohlen. Keine Sorge, ich kümmere mich um sie. Komme ich da. Jetzt bin ich gleich da. Alter, ist der auf einmal wieder flugs. Ja, lecko mio. Jetzt gleich habe ich ihn. Okay, Zeigefinger auf Kreis. Zeigefinger auf Kreis, wenn er jetzt springt. Jetzt. Dann habe ich ihn. Geil. So, Leute, haben wir auf jeden Fall alles. Wir rennen aber einmal noch mal ganz schnell hier rum, weil wir ja nämlich alles, so gut wie alles einsammeln wollen. Ich weiß nicht, was wir jetzt gleich machen müssen, um mit dem Ballon weiter zu fliegen. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall gleich mal schauen. Okay. Gut, das sieht gut aus. Und dann muss ich jetzt hier rüber. Bitte. Und dann darüber. Ja, yeah, das sieht gut aus. Okay. Und jetzt könnten wir rein theoretisch, glaube ich, nach Hause dann. Ja, auf jeden Fall. Ja, irgendwo haben wir natürlich 130 Edelsteine übersehen, aber... Auf die 100 gehen wir ja auch nicht, Leute. Habe ich ja auch nie gesagt. Deswegen ab nach Hause. Und jetzt schauen wir erstmal, was wir beim Ballontypen machen müssen. Das wäre nämlich richtig gut zu wissen. Was der will. 30 Eier oder 1000 Rubine oder ein Drache oder... Keine Ahnung, ein Tanz oder... Keine Ahnung, ich weiß nicht. Die Frage ist natürlich, wo ist der Typ? Warte, warte, warte. Hat er ein Ei? Hat er ein Ei gehabt? Nee, nee, den habe ich schon. Aber die Frage ist natürlich... Hahaha! Affe. Wo ist der Eierdieb? Ach, der Eierdieb. Wo ist der komische Typ? Jetzt hat er mich wieder verarscht, ey.
Ja gut, wir können ja mal eben gucken, was wir machen müssen. Danke, hi. Dass du so viele Drachen-Eier. Okay. Steig ein, wenn du bereit möchtest du da drin. Hier bleiben erstmal. Okay, so Monstermacher machen wir gleich. Wir machen das Level hier noch. Und danach gehen wir zum Monstermacher. Müssen wir hier sammeln. 400, 400 und ein Drache? Wirbelfiel, dann ist das hier der Endgegner, ne? Alter, er hat mir voll eingepinnt, ey. Dann ist das hier der Boss, okay. Er schleudert mich, er kann mich runterschleudern. Was ist er denn für einer? Da müssen wir erstmal gucken, Freunde. So wird's gemacht. Jetzt hier auch. Okay. Alter, die sind schon ein bisschen nervig, die Viecher. Alter, Alter. Okay, den haben wir auf jeden Fall. Den holen wir uns jetzt auch hier. Boah, Alter, er trifft mich wieder. Da ist er. Wohin? Wo ist er hin? Muss ich hier durch? Bitte nicht. Okay. Und jetzt holen wir uns erstmal die Steine, genau. Und dann gehen wir jetzt zurück, genau. So. So. Ja. 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 Gut. Ah, da warten wir mal. Ah, hier ist der Drache. Den hätten wir fast übersehen. Moin. Der Altier. Altair. Alter. Danke, dass du mich befreit hast, Spyro. Du hast ja keine Ahnung, wie lange ich im Kristall gesteckt habe. Und ich auch nicht. Wer bist du nochmal? Ich bin dann mal weg. Ich glaube, ich habe den Zehner da vergessen, ja. Komm ich dran, geil. Läuft. Da ist dieser Wirbler wieder. Okay, wir gehen aber kurz hier lang. Einmal alles einsammeln, haben wir. Sehr gut. Okay, zurück müssen wir jetzt nicht. Gut, passt. Alles klar. Jetzt geht's wieder zu dem Wirbler hier. Der ist aber schon... Der war irgendwie schon easy, oder? Was sagt ihr dazu? Der macht überhaupt nichts, der Typ. Treff den und dann war es das komplett für ihn. Okay. Ja. Komm, komm, komm. Das war's. Okay. Das war der Boss. Das war der Boss. Mir fehlen 16 Steine. 16. Aber das war der Boss. Das war doch kein Boss. Da springe ich vor Angst automatisch ins Wasser, ey. Boah, auf einmal hat er sich bewegt. Ich dachte, er holt direkt aus und knallt mir eine. Okay, so geht er kaputt, alles klar. Boah! Was sind das denn da für Autos? Okay, und wo geht's hier lang? Habt ihr das gesehen?
Okay, überspringe ich gerade die ganze Welt oder was ist hier los? Da ist ein Drache. Boah, Alter. Boah, ich glaube, ich überspringe gerade die ganze Welt oder habe die ganze Welt übersprungen. Kann das sein? Weil ich möchte schon gerne den einen Drachen auf jeden Fall am Start haben. Bam. Wenn hier überhaupt einer war. Ansonsten, ich bin ja, wie gesagt, ich bin ja außen rumgelaufen, ne? Gerettet, den Claude. Vorsicht, Spyro. Hierzulande haben die Norks die Elektrizität entdeckt. Und die brennt ganz schön. Ich merke das schon. Das ist schon nicht lustig. Hühnchen, du musst doch nur sagen, wenn du gefressen werden willst. So, gar kein Problem für uns. Ah, shit, ich war voll auf die Elektrizität ge... Oh Gott, oh Gott. Oh. Ah, hier sind Schlösser vor. Das ist natürlich auch hässlich. Oh nein, 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 nein. Oh nein, Gott, was mache ich denn? Wie gut, dass ich gerade den Claude entdeckt habe. Da komme ich jetzt nämlich am Checkpoint raus. Das ist gut. Das ist sehr gut. Okay. Gehen wir einmal den hier besiegen. Okay, ich hab den Schlüssel nicht. Ich hab den Schlüssel nicht. Hab ich? Hab ich? Hab ich? Zieh durch! Zieh durch! Hab ich. Hab ich? Hab ich, hab ich. Da ist der zweite Drache. Komm her, Jimmy! Saipun heißt der, nicht Jimmy, okay. Sehr gut, Spyro. Eines Tages kannst du allen Drachen von deinen spannenden Abenteuern erzählen. Oh ja, aber jetzt will ich vor allem raus aus diesem Sumpf. Komm, nimm ruhig mit das Leben, das kann man immer sich gönnen. Aber hier, hier, 1, 2, 3. Ja, okay, hab ich. Alter, das war so richtig knapp. Viele Schatzkisten mit kleinen Steinen. Sehr hässlich. Gehen wir mal hier drauf am besten. Nein! Schön, der war richtig schön. Ja, ja. Korrekt. Das war's, okay. Korrekt. Ja, yeah, und tschüss. Wow. Freunde, das war's. Danke, dass ihr dabei wart. Ja, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Und wenn ihr Bock habt, dann sehen wir uns gerne nächstes Mal wieder. Bis dann, alles Gute. Euer Whitey, haut rein, Dankeschön und ciao.